So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome 2 Total War Folge 50 von unserer Rom-Kampagne. Und man könnte jetzt denken, oh, das ist aber schon eine Menge, neigt sie sich womöglich dem Ende zu. Also beherrscht 90 Siedlungen, wir beherrschen 69, das wäre der militärische Sieg. Ja, da müssen wir aber auch die Provinzen Armenien, Afrika und Britannien komplett beherrschen. An Armenien und Afrika arbeiten wir zufällig auch gerade. Unsere Flotte ist aber zu klein dafür. Dann gibt es den wirtschaftlichen Sieg, den können wir aber eigentlich, glaube ich, nicht schaffen. Handelsbeziehungen mit 15 Fraktionen soll man da aufrechterhalten. Wüsste ich nicht, wie wir das machen sollen. Ja, muss man erstmal 15 Fraktionen finden, die einen mögen, während man gleichzeitig schon so groß ist und so. Und der kulturelle Sieg, naja gut, das Kolosseum errichten, da arbeiten wir tatsächlich dran. Die Anzahl an Technologien haben wir. Mindestens eine Siedlung in 28 Provinzen, in denen eure Kultur dominiert. Das sind nur 15 bisher, aber das wird sich verbessern. Das ist auch, weil wir Junior sind, eh sehr wichtig mit der Kultur, weil das die öffentliche Ordnung für uns immer verbessert, wenn wir die eigene Kultur haben, nicht? Ein Pantheon und ein Kolosseum müssen wir dafür haben. Und eben die Provinzen Ägyptus, Hellas. Ach stimmt, wir halten im Moment ja Kreta nicht. Ja, also Hellas haben wir nicht. Aber also dem militärischen Sieg sind wir am nächsten. Dafür müssen wir aber in Britannien noch einmarschieren und das wiederum. Das haben wir ja noch nicht. So, nur so als Überblick. Und okay, ich kann die Legio 12 da nach Norden schicken. Oder auch die Legio 4. Die können es jeweils bis dahin schaffen. Die Klauen der Harpyier hier können wir also angreifen. Wir nehmen mal diese hier. Und sie ziehen sich natürlich zurück. So, können wir die denn jetzt, wo sie sich zurückgezogen haben, noch erreichen? Nö, natürlich nicht. Die Schweine. Das haben die sich doch. Haben die sich doch ausgedacht. Das ist doch deren perfider Plan. Also schicken wir die Legio 12 Vulcania wirklich schon nach Süden? Oder doch eher hier in den Osten? Wenn ich mir das angucke, wir können das ja in der strategischen Übersicht betrachten. Es gibt eben hier östlich von uns schon noch Gegner. Und die Kimmerer hier zu verfolgen, ist halt mehr als ätzend. Ich würde sagen, wir stellen uns mal den Donnerschlägen des Zeus hier entgegen, auch wenn wir die leider nicht erreichen. So. Und ihr. Ihr müsst ja vom Prinzip her Mischetta angreifen. Denn das ist gerade so schön in Reichweite und das ist dann quasi unsere neue nördliche Grenze. Jetzt habe ich schon wieder nicht nachgeguckt, was für Gebäude es da gibt. Ah ja. Tja, noch eine Oxyakaserne brauche ich eigentlich nicht. Höchstens als Garnison, ne? Wenn ich hier so ein Garnisonsmunizipium mache und eine Kaserne. Und dann hier den Amphorenmacher. Und vielleicht den Weinhändler. Das kann ich nur abreißen, da kann ich gar nichts Entsprechendes selber bauen. So, dann machen wir hier einen auf Handel, ne? Ja, Gabala gehört noch zu der Provinz, ist aber ein ganz neuer Gegner sozusagen. Die sind momentan ja nicht mit uns im Krieg und um uns nicht noch zusätzlich zu belasten, würde ich sagen, belassen wir es auch dabei und lassen die schön in Ruhe. Das heißt, die Armee kann dann nächste Runde in Armenien einmarschieren, von Norden aus gesehen. Und somit sind unsere drei Legionen dann wieder im Prinzip in der Lage, sich da gegenseitig zu unterstützen, würde ich sagen. Aquitanien, hier Legio 1, die rekrutieren noch fleißig. Das heißt, das haben wir schon letzte Folge, glaube ich, abgehandelt gehabt.
Ja, und hier die drei Legionen. Da haben jetzt tatsächlich mal ausnahmsweise alle die vollen Bewegungspunkte. Wir sollten wohl was gegen die Nervier tun. Wir schicken den Nervian ja jetzt die Legio 1 entgegen, aber trotzdem müssen wir ja Visontio wieder einnehmen. Und auch, damit das mal ein Ende hat, hier Bagercum oben in Germania Minor, die nördliche Provinz, wo die Nervier hergekommen sind. Das wäre hier. Das heißt, man kommt da im Prinzip am besten von Süden über Uburzis hin, ne? Okay. Dann ist die Frage, ob ich dafür all meine Legionen hier brauche oder was die anderen machen. Also Legio 8 ist relativ stark. Legion 9 ist, glaube ich, am stärksten. Wir hatten zuletzt ja Schwierigkeiten, die Boier zu besiegen. Ich würde sagen, ich schicke mal die stärkste Legion alleine Richtung Bagakum. Vielleicht sogar als Gewaltmarsch, jetzt für den Anfang zumindest. Müssen wir dann nächste Runde überlegen, ob wir weiter Gewaltmarsch machen? Vermutlich nicht. Und die anderen beiden hier schicken wir rauf, sich mit den Bojan nochmal rumzuschlagen. Ich würde auch gerne eine nach Alabu schicken, um die Kimbern noch zu unterwerfen. Das eilt so halb. Also die Kimbern gibt es jetzt schon ein paar Runden und wenn die dann die ganze Zeit Einheiten rekrutieren, wird es nur schwerer, quasi das zu erobern. Aber ja, hauptsächlich will ich das ja der Vollständigkeit halber, damit darum nicht noch irgendwie ein Kriegsgegner ist, ne? Erfahrungspunkte. Okay. Kriegste. Schrecken können wir leveln. Was könnten wir alternativ noch? Verteidigung, Tugend, Angriff, Plündern, Rambonus für einen Seesoldaten, kulturelle Konvertierung. Das ist ziemlich gut, weil er hier im Osten ja in Gebieten ist, die absolut nicht unsere Kultur haben. Wenn der General da also so ein bisschen die kulturelle Konvertierung betreibt, sage ich nicht nein. Hier hat unser begleitender Agenten Level Up. Mehr Moral und mehr Verstärkungsrate für die Begleitarmee. Sehr gerne. So, die Legio 3 müsste jetzt aber nun wirklich. Ja. Man sieht es direkt an den Bürgerkavallerie-Einheiten, die einem da angeboten werden. Okay, also so hätten wir 10-mal Infanterie und noch keine Plänkler. Ne? Dann nehmen wir noch Peltasten mit. Oh ja, und dann ist die Armee voll. Gut, so kann man es machen. Dann habe ich ja die kleinere Flotte hier zurückgeschickt, weil sie weil sie Schiffe verloren hatte. Die will ich natürlich wieder ein bisschen ausbauen. Vielleicht nochmal zweimal die Geschossquinquiräme. So. Die Flotte beschützt da quasi Lilibaeon. Tja. Karthago ist im Prinzip wertvoller, aber Karthago hat auch eine Garnison. Lilibeon hat tatsächlich eine kleinere Garnison. Naja. Okay, die Legio 6 würde ich sagen, schicken wir schon weiter Richtung Lepsis. Unter römischer Herrschaft dann, ne? Ist jetzt karthagische Hauptstadt. Unter römischer Herrschaft später natürlich Lepsis Magna, weil der. Wie heißt er denn? Severus oder sowas? Irgendein römischer Kaiser ist da geboren und hat dann während seiner Herrschaft da die Stadt ordentlich ausbauen lassen. Schauen wir mal, was schon unsere Agentin haben wir am Anfang bewegt, genau. Ja, die Legio 11 steht natürlich hier als Garnison herum. Das ist im Prinzip nicht mehr länger nötig, ne? Ich weiß nicht,
was der General so kann. Weniger Baukosten, mehr Wohlstand. Okay, das ist eigentlich ganz nett. Dann wollen wir das mit den Baukosten vielleicht doch noch kurz nutzen, um hier die Stadt auszubauen. Also den Tempel, den will ich gern umbauen. Die Kaserne brauchen wir aber nicht. Den Hafen würde ich aber gern umbauen. Okay, dann müssen wir nächste Runde mal dran denken, dass wir in Tanais noch Umbauten vornehmen müssen. Ein schnelles Speichern und dann können wir die Runde beenden. So. Immer noch ärgerlich, letzte Folge mit der Legio 3, dass sie einfach versenkt wurde. Die können wir. Ne, das war nicht die Legio 3. Die Legio 3 steht in Syrakus. Welche Legio war das denn? Auf jeden Fall eine mit einem guten General. Und das war das Oberhaupt meiner Familie übrigens. Also, wir sind jetzt auf zwei Generale runter in unserer Familie. Baktrien erklärt mir den Krieg. Ruft die nicht alle zur Unterstützung, was können die dafür? Aber Baktrien ist natürlich der ganze Osten so gefühlt. Und Aria gibt es anscheinend noch und ist mit denen verbündet. Tja. Aria hat sich denen nicht angeschlossen. Okay, ja. Ärgerlich mit Baktrien. Ich dachte eigentlich, wir können friedlich koexistieren, aber nein, auch die wollen Krieg. Ja. Also im Osten werden wir so schnell nicht gewinnen. Also gewinnen langfristig vielleicht, aber nicht schnell. Ach so, die Gegner haben sich hier ein Klientelkönigtum befreit, ja? In Bibracte gibt es jetzt wieder gallische Stämme. Naja, gut. Das sah für mich gerade aus, als hätte ein Nervier-Agent eine Nervier-Armee angegriffen. Das kann natürlich schlecht sein. Oh. Das ist ein bisschen dumm. Wollen wir uns diesem Kampf stellen oder wollen wir das eher nicht? Die unterstützende Armee macht mir ein bisschen Sorgen. Die ist im Gewaltmarsch. Ich wollte die natürlich im Gewaltmarsch angreifen, aber nicht von denen auf die Fresse kriegen. Die Armee kann es aber ja erstmal vermutlich nicht verfolgen. Also diese östlichen Speerkämpfer, ne? Man darf nicht unterschätzen, wie schlecht die sind. Die sind wirklich sehr schlecht. Aber es sind halt trotzdem massig Leute. Und zumindest die karthischen Axtkämpfer sind vermutlich halbwegs zu gebrauchen. Adels Blutkavallerie haben wir schon mal im Einsatz gesehen. Die war nicht so verkehrt. Ja, der Gegner hat jetzt keine konkreten Einheiten, um die ich mir wahnsinnige Sorgen machen müsste. Aber unsere Armee, so ausgeglichen sie denn ist, hat jetzt auch nicht nur Elite-Einheiten oder so. Also gut, wir haben die Tarantiner, das ist schon nicht so verkehrt. Ich würde sagen, ich probiere mal einen Rückzug. Wahrscheinlich werden wir dann angegriffen. Ja, okay. So, aber dann kann ich nämlich bestimmen, wann wir wo, gegen wen und wie viele kämpfen. Das ist mir lieber. Ja, dann kann ich nämlich die beiden Armeen einzeln bekämpfen. Weil ich bin sehr zuversichtlich, dass wir jede dieser Armeen besiegen. Aber eine nach der anderen oder womöglich beide gleichzeitig, wenn die es geschickt anstellen, ist eine andere Geschichte. Von daher die Entscheidung. Neu-Karthago nimmt weiter spanische Besetzungen von uns ein. Jetzt habe ich mir nicht die Zeit genommen, die Legion da oder Armee da von denen zu bewundern, die auf den einen Augenblick. Ah, karthagischer Spion, Skorpion natürlich, nicht Spion. Ja, ein schwerer Onager. Das ist eben, also schwerer Onager kann man nicht wie die Ballisten auf dem Schlachtfeld hin und her bewegen. Wenn ich mich nicht irre, stellt man die irgendwo auf. Ach ne, die Riesenballiste ist das, genau. Die Riesenballiste stellt man irgendwo auf und dann hat die zwar ordentlich Reichweite, aber die kann sich nicht mehr bewegen. Okay. Ja, nicht schlecht. Ganz schön viel Artillerie. Numantia auch. Na gut.
Also, unsere spanischen Besitzungen gehen dahin. Müssen wir alles zurückholen später. Aber das ist okay. Ich meine, im Norden sind wir jetzt fast fertig. Ja, eine Legion im Norden ist ja sogar schon auf dem Weg Richtung Westen, wenn auch Nordwesten. Tja, das Video kennen wir ja, ne? Gespannt, wer da einen Triumph hat. Die Bevölkerung von Bibracte hat natürlich kapituliert. Unsere Spionin hat sich erholt und, ach, jetzt stand es da ja. Der Triumph war für Tiberius Flavinius Canus. Ja. Und er hat Bier Triumph erhalten, genau. Plus 6 öffentliche Ordnung, weil es so ein berühmter Mann ist. Dass die Bevölkerung sich natürlich freut, wenn er da abhängt. So, wir haben eine Fraktion angetroffen, die Hädur. Das sind dann. Ja, genau. In Bibracte herrschen jetzt die Hädur, die dummerweise die gleiche Farbe haben wie wir. Was ein bisschen sehr ätzend ist, muss ich sagen. Und anscheinend wollen die in Limonum Stress. Okay, ja. Die Legio 1 kann mal noch. Komm, gallische Auxiliarkrieger aus Spaß. Sind zwar wahrscheinlich schlechter als Astarti, aber warum nicht? Genau, also die Hädur sind aufgestiegen, die Hädur sind mit den Nervieren verbündet. Wir haben ganz schön viel rekrutiert, ja. Numantia verloren, Olisipo verloren, Arsamosata verloren. Unsere Spionin ist uns treu und hat deshalb einen lateinischen kulturellen Einfluss. Sehr schön. Okay, also hier sehen wir erstmal keine Gegner, also keinen Grund für uns sofort nach Süden zu marschieren, wie Bekloppte. Okay, um ehrlich zu sein, sehe ich es nicht ein, die länger zu verfolgen. Sagen, ich gehe mal tatsächlich hier lang. Aber Asamosata holen wir uns natürlich zurück hier. Also die Donnerschläge des Zeus, eure letzte Stunde ist geschlagen. Nur dass ihr es wisst. Knapper Sieg, 54%. Ist jetzt nicht so viel. Das Problem ist, also einfach belagern kann ich die nicht. Wenn ich das mache, kommt die andere Armee natürlich zu Hilfe. Und dann haben wir wieder die Situation, dass wir 2 gegen 1 kämpfen müssen. Wenn ich die aber jetzt bekämpfe und gewinne und nur 54% übrig habe, dann bin ich der, der die Stadt verteidigt. Falls der Gegner sich entschließt, den mit der anderen Armee zurückzuschlagen, sind wir nämlich in der Situation, wie er jetzt hier, dass wir nicht fliehen können und gezwungen sind zu kämpfen, nur dass wir dann nur noch die Hälfte unserer Truppen haben. Also die Hälfte ist schon hart viel an Verlusten. Aber wenn ich selber spiele, verliere ich wahrscheinlich trotzdem auch ordentlich was. Aber die Hälfte? Naja, komm. Machen wir schon. Also wir besetzen das in der Hoffnung, dass da noch Gebäude stehen. Tun sie nicht. Okay. Ärgerlich. Machen wir mal den geweihten Boden und einen Treffpunkt. So, und dann können wir mit der Lego 2. Verzeihung. Ah. Sag ich mal zu mir selbst Gesundheit. Die Lego 2 kann jetzt hier auf Armavir marschieren und offenbar das auch relativ entspannt einnehmen. 20% Verluste besetzen wir also Armavir. Oha. Also ein ziviles Munizipium. Warte mal, was hat. Okay, Armenien hat keinen Provinzeffekt, zumindest nicht in den beiden Regionen, die wir jetzt besitzen.
Weiß jetzt nicht. Auxiliareinheiten. 5 Runden, 1300. Machen wir vielleicht mal die Gladiatorenschule. Und so ein Weinhandel. Ein drittes Forum ist auch in Ordnung. Auxiliarkaserne oder abreißen? Na, ich würde sagen, ich reiße es ab. Wir gehen hier auf Wohlstand. Und wahrscheinlich gehen wir auf Handel. Aber ob das dann mehr ist als das Zivile, weiß man natürlich nicht. Naja, Marktsiedlung. Ah, nee, 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 nee. Wir machen die Zivile. Okay. Aha, mir fällt da gerade was ein. Ich wollte doch dran denken, in Tanais umzubauen, nicht wahr? Also, ein Handelshafen ist ein ganz klarer Fall. Und dann bauen wir nämlich in Amavir doch noch nicht so. Doch noch nicht alles aus. Brauchen mehr Geld hier oben. Also, Tanais, der Treffpunkt. Jetzt kann ich mir immer noch nicht den Tempel leisten. Was können wir denn da machen? Ach so, das nicht ausbauen, natürlich, ganz offensichtlich. Tanais, so, wir möchten. Ach, den Tempel des Neptun kann ich mir verflixt nochmal trotzdem nicht leisten. Dann. Achso, den ist Jupiter auch nicht. Ist ja nett, nur welche, die ich gar nicht will. Ja, dann. Nee. Die will ich ja wirklich nicht. Dann haben wir vielleicht Pech gehabt. Dann muss aber der General noch ein Jahr länger da oben stehen. Das wiederum will ich ja eigentlich nicht. Also bauen wir den Weinhandel ein andermal. Um tatsächlich jetzt hier Tempel des Neptun, Tempel des Jupiter, oder Schrein des Jupiter, mein Gott. Und Händler. Investieren wir hier in die Siedlung. So. Und jetzt die Frage, jetzt habe ich das ja gebaut. Wenn ich den jetzt entlasse, ach, das ist nur für die religiösen Gebäude, der Bonus. Okay. Naja, ich habe ja gerade immerhin zwei Tempel gebaut. Dann, wenn ich den jetzt entlasse, werden dann auf einmal die Tempel teurer. Also wir haben jetzt 714. Wenn die Tempel teurer werden würden, dann hätten wir ja auf einmal Geld verloren. Ja, ich würde sagen, wir probieren das mal aus. Unser Einkommen hat sich geändert. Achso, ja klar, weil ich einen Trupp entlassen habe und jetzt nicht mehr in Unterhalt zahle. Okay. So. Die Spionin kann ja mal eine Runde die Legion hier begleiten. So, und ah nee, nach Norden hätte ich die besser geschickt. Egal, nee, die haben ja auch Agenten. Ist eigentlich gehopst wie gesprungen, ne? Was haben wir denn? Unsere Flotten stehen munter im Mittelmeer herum. Und ihr könnt nochmal forschen Schrittes her euren Weg fortsetzen. Aber eigentlich nach Möglichkeit. Nach Möglichkeit über die Straße wegen des Winters. So. Dann seid ihr dran. Lepsis. Wir gucken uns ausnahmsweise mal an, was es da gibt. Ah ja. Das
Das kann ich ruhig besetzen. Da steht nichts komplett Unsinniges. Und Cornelius Scipio hat damit Level 4 erreicht. Okay. Ah ja, dann kriegt er die Geheimaktion. Das ist immer gut. Das ist zwar nur, wenn man angreift, aber Nachtschlachten machen zu können, ist schon verdammt geil. Ja, Makomades ist jetzt die neue karthagische Hauptstadt und die letzte Region hier in Afrika. Dann würde uns die Provinz gehören. Ich sehe gerade die Minen. Achso, die Minen muss man doch nicht mal umbauen, weil das gleiche Gebäude ist. Das ist ja cool. Gibt es keinen kulturellen Unterschied von Mine zu Mine anscheinend zwischen unseren und den karthagischen Minen. Legio 3. Ihr seid jetzt 20 von 20. Allerhöchste Eisenbahn, euch irgendwo hinzuschicken, ne? Da bietet sich natürlich der Weg über Lilibaeon nach Karthago an. Einfach um sie dann gegen Neu-Karthago Richtung Mauretanien zu schicken. Okay, also. Nächste Runde geht's dann rüber. Im Schutze der Klassis 1. Wird euch nichts passieren, selbst wenn Karthago doch noch irgendwo überraschende Flotte in der Nähe hat. Ups, gar nicht so überraschend. Hannos und Navigatoren, okay. Können wir nicht erreichen in dieser Runde. Kann aber unsere Flotte trotzdem mal in die Richtung schicken. Und dann vielleicht hier an der Küste entlang in Zukunft schicken, um gegen Karthago zu kämpfen. So, nochmal ein schnelles Speichern, denn wir sind mit der Runde ja durch. Ich überlege, ob ich den Publius Cornelius Scipio vielleicht adoptieren soll. Ich habe aber auch einen anderen Kandidaten im... Oder was heißt adoptieren? Ich glaube, bestechen würde ich den nicht adoptieren. Ich habe noch einen anderen Kandidaten im Auge, aber... ich möchte also vielleicht Leute für unsere Fraktion gewinnen. Können gleich aber auch nochmal gucken, wenn wir eine neue Legion ausheben würden, was für Generäle da im Angebot sind. Vielleicht ist da ja auch jemand bei für die Julia. Die haben, glaube ich, im Moment nur einen einzigen. Oder für uns. Wir haben auch nur zwei. Die anderen Häuser haben eben eh viel zu viele. Da kann ich getrost welche wegbestechen. Kostet allerdings die Staatskasse Geld. Stärkt meine Familie. Was wiederum ein paar Boni hat, wenn man so mittelstark ist. Also will ich durchaus gern tun. Muss eigentlich die Legio 1 gewesen sein, die da eben zuerst vom Agenten angegriffen wurde. Oh, ne, Quatsch, ne, nicht die Legio 1, aber die andere da, die mit dem Spion, oder mit der Spionin eher gesagt. Ja, da kommen die Kämmerer zurück aus dem Wald. Die gehen mir schon ganz schön auf den Geist, dass die sich immer im Wald vor uns verstecken hier. Können wir das vielleicht gewinnen? Wir haben immerhin die Hastati hier. Ja, also offenbar steht in der Stadt ja eine Kaserne. Ach so, die... ja. Wenn wir das gewinnen würden, alle Achtung. Nee, ich fürchte, das können wir nicht gewinnen. Aber das ist, wenn wir eine Armee in Reichweite haben, Amasea zurückzuerobern, ist es die Gelegenheit, die Kimmerer zu kriegen. Weil die dann ja den Feind unterstützen und mitkämpfen. Vielleicht ist das ja der Fall. Die Kimbern wollen Friedensabkommen. Das trifft sich gut. Ich will aber, dass ihr mein Klientelkönigtum seid. Das wollt ihr nicht machen. Wollt ihr denn Handelsabkommen machen? Nö. Ihr wollt einfach nur Frieden. Wollt ihr mir vielleicht wenigstens Geld geben? Na, na, na? So viel auf jeden Fall nicht. Tja, ich nehme es mal an. Weil das jetzt, also ja, da muss ich halt nichts mehr nach Alabu hochschicken.
wenn ich das dann doch täte, dann wäre das natürlich wiederum so ein Verrat, weil ich jetzt gerade erst Frieden geschlossen habe. Aber ich tue es ja nicht. Und deshalb ist das ja wurscht. Da habt ihr euch das aber nicht vorher überlegt, ob ihr hier angreifen solltet oder nicht, ne? Was? Glorreiche Niederlage. Okay. Bei den Chancen erwarte ich eigentlich mehr von dir, Scipio. So einen entscheidenden Sieg zum Beispiel. Das klingt besser. Was? Ärgerlich. Höchst ärgerlich. Meine gute Kavallerie. So neue Einheiten rekrutieren. Aber ich weiß nicht, ob wir in Karthago irgendwo eine Kaserne haben. Vor allem kommt da schon die nächste Armee von den Libyern. Und hier Neu-Karthago rückt weiter auf Gallien im Prinzip vor. Viele Städte haben wir auf jeden Fall in Spanien nicht mehr. Ich glaube, wir haben noch das spanische Galatien. Und das war's. Also spanisches Galatien im Unterschied zum türkischen Galatien natürlich. Aber Söldner, Lanzenreiter, Söldnerin, Söldner, Lanzenträger. Mann, Mann, Mann. Das sind aber fiese Sklaven. Gallic. Ah ja, das ist in Sarmatien. Wurde aber nur geplündert, okay. Pergamon und Zypern haben jetzt Frieden, naja gut. Eine Familie wünscht einen meiner Charaktere. Nee. Alter, 12.000. Oh nein. Das komplette Geld dieser Runde, um das zu verhindern. Dann lasse ich das wohl mal zu. Wer war es denn? Die Cornelia waren es. Okay. Jetzt haben die Cornelia tatsächlich 4 Generale. Ich habe nur noch einen. Die Julia haben nur einen. Okay, dann hole ich mir jetzt den Gnaeus Junius Saturnus zurück. Okay, jetzt habe ich wieder 2. Aber es war immer noch billiger, als zu verhindern, dass sie den anderen adoptieren da. Mein Gott, war das teuer. Hier ist eine karthagische Armee. Fahren wir mal dahin, da erleiden wir keine Verluste, so. Ja, ich kann hier tatsächlich nichts groß. Also die Söldner. Mhm. Da bietet es sicher an. Bietet es sicher an, eine Kaserne irgendwo zu errichten hier. Und das stellt auf jeden Fall in Frage, ja, jetzt wo wir hier die ersten Verluste haben und tatsächlich auch Feinden begegnen, stellt das in Frage, ob ich die Legio 3 hier wirklich nach Westen senden sollte. Ich würde fast sagen, eher nicht. Also. So. Die können wir nämlich durchaus gebrauchen hier. Wo treibt sich die Legio 1 rum? Hier. Könnt ihr vielleicht Bibracte einnehmen? Das wäre ganz famos. Könnt ihr. Dann unterwerfen wir einfach mal diese lustigen, wie heißen sie nochmal? Hedua. So, und die Nervier. Oh, die Nervier sind hier runtermarschiert. Das ist natürlich unangenehm. Hinterher. Scheiße. Okay, ich würde sagen, neue Legion, neues Glück. Was stellen wir denn mal? Also, erstmal gucken wir die Kandidaten an. Cornelia, andere Häuser. Junior, tatsächlich. Weniger Baukosten im Stadtzentrum. Und öffentliche Ordnung. Okay,
Wenn wir das Vermächtnis wieder einsetzen, das kriegen wir da zur Auswahl. Oh, die Legio 7 mit Rang 5. Die nehmen wir gern. Das wird die sein, die hier drüben im Meer versunken war. So. Und dann kannst du dir Einheiten dafür rekrutieren. Wir haben jetzt ordentlich Auswahl, allein schon an Kavallerie, ne? Soci Equites oder Soci Equites Extraordinari, normale Equites und Auxiliarkavallerie, das sind die lateinischen. Dann kommt die Auxiliarbürgerkavallerie noch dabei von den griechischen Einheiten. An Nahkämpfern gibt es auch ordentliche Auswahl, verschiedene Plänkler. Ja, und die, die numidischen Einheiten sind eben immer noch nicht dabei, weil in Lilibayon wahrscheinlich die Kaserne noch nicht fertig ist. Beziehungsweise, ich glaube, selbst wenn die fertig wäre, müssten wir die noch ausbauen. Ist sie denn fertig? Ja, sie ist fertig. Okay, ja, wenn wir die ausbauen, kriegen wir numidische Auxiliarkavallerie und numidische Auxiliarspeerträger. Das finde ich schon ziemlich cool. Weil, Tarantina kriegen wir hier ja leider nicht. Aber wir können dann eben statt mittlerer Plänkler-Kavallerie können wir dann eben leichte nehmen. Die sind eh schneller. Also die numidische Auxiliarkavallerie, die ist schon ziemlich gut. Ich würde sagen, Hopliten. Sollen wir vielleicht mal eine richtige Hopliten-Armee machen? Nee. Keine richtige Obliegenarmee. Also, Triaria, Princeps, Hastati, Soziastati, Soci Extraordinari, Petasten und Velites. Oder Bürgerkavallerie ist auch gut. Oh, genau auf Null. Gut, das ist zwar schon für nächste Runde mit. Aber ist okay. Unsere Spionin vom Dienst kann sich mal hier die karthagische Stärke ansehen. Wir sehen noch nichts über die, okay. Na gut. Was wollt ihr eigentlich hier? Ja? Habt ihr es auf Antiochia abgesehen? Kriegt ihr nicht. So, und jetzt ist die Stunde der Wahrheit gekommen. Kann ich, wenn ich Amaseia angreife, die besiegen und werden die Kimmerer mitkämpfen? Sie werden mitkämpfen. Hervorragend. Das hätte nicht besser enden können, denn die Kimmerer-Armee ist besiegt. Und wir besetzen Amaseia. Wir haben irgendwie unsere Kavallerie verloren, ne? Aber Klauen der Harpier gibt's immer noch. Och. Naja, aber sie sind jetzt so schwach, dass man sie, glaube ich, getrost ignorieren kann. Jetzt die Frage. Schicke ich euch nach Trapezos zurück oder kümmert sich da einfach nächste Runde diese Legion drum? Ich würde sagen, die kümmern sich darum. Braucht ihr nicht zurücklaufen. Stattdessen, wie war das denn in Antiochia? Kann ich rekrutieren, ja. Also ich schicke euch nach Antiochia. Und euch schicken wir, ich glaube, nach Tushpa. Schauen wir mal gerade, was hat Tushpa für Gebäude. Eine Mine, eine Farm und das Hauptstadtgebäude. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Bei aggressivem Vorgehen haben wir die wenigsten Verluste und wir besetzen. So, wir halten ganz Armenien, meine Damen und Herren. Also, ne, wenn wir hier bei den Zielen sehen, Afrika, fehlt uns noch eine Region und dann fehlt uns noch Britannien und die Flotte. Und insgesamt ein paar Siedlungen. Aber auch nur 21, das ist schaffbar. Ja, dann würde ich sagen, das ist auch eine gute Stelle, die Folge 50 erstmal zu beenden. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.